Also ich bin hier seit 1.1.2011. Es gab schon immer einen kleinen Laden, den die Senioren hier geführt haben, weil es immer viele Spenden gab zum Advent. Und es gab schon immer eine Kleiderkammer und es gab schon immer einen großen Mittagstisch. Das ist nämlich noch ein weiterer Teil unseres Projektes, dass hier auch Familien zum Essen kommen können. Alle zwei Wochen sonntags. Aber zusammengefasst als ganzes Projekt Marktplatz der Begegnung gibt es das hier seit 25. Mai 2018. Also wir feiern jetzt in ein paar Tagen vierjähriges Jubiläum. Ja, wir haben hier einmal praktische Hilfen, das können Sie ja auch später noch sehen. Wir haben Kleidung, wir haben Hausrat, wir haben Möbel. Wir haben aber auch, was praktische Hilfen angeht, die Fahrradwerkstatt. Und dann gibt es so etwas wie Treffpunkte und Beratung. Und natürlich so etwas wie Bildung mit der Hausaufgabenhilfe. Hier ist ja eine Kirche, die zu einem Sozialkaufhaus geworden ist. Und ein Sozialkaufhaus, das Kirche geblieben ist. Denn wir machen hier eben auch noch Gottesdienste. Einmal im Monat und zwei große im Jahr, zum Beispiel zu Weihnachten. Ja, wir haben einmal die Werkstätten, also es geht ja vor allen Dingen um den Klimaschutz. Nicht nur, dass Menschen hier versorgt werden mit Kleidung und Hausrat, sondern es gibt das Repair-Café, wo sie Elektrogeräte von Handy, von Tablet, PC und solche Sachen reparieren können. Wir haben die Nähwerkstatt. Wenn Kleidung beschädigt ist oder geändert werden muss. Und die Fahrradwerkstatt eben, wo Fahrräder wieder flott gemacht werden. Der Marktplatz der Begegnung ist grundsätzlich offen für alle. Natürlich gibt es Leute aus dem Stadtteil, die wenig Geld haben. Aber es geht uns vor allen Dingen auch als Kirche um Bewahrung der Schöpfung, dass Ressourcen geschont werden, dass Kleidung wiederverwendet wird. Also insofern darf jeder kommen. Derjenige, der vom Mindestlohn lebt oder von Hartz IV, aber auch jemand, der 4.000, 5.000 Euro verdient. Und da war es immer die häufigst gestellte Frage ist, nimmt man da etwa jemanden etwas weg? Nimmt man nicht, weil wir eben zum Beispiel über 300 Säcke Kleidung die Woche gespendet bekommen. Das ist eben, weil ich es schon 10 Jahre mache, so viele Kontakte da sind. Es gibt so viel, dass es sinnvoll ist zu teilen. Das ist natürlich so, dass aus den etwas wohlhabenderen Stadtteilen viele der Spenden kommen, aber eben auch aus dem eigenen Stadtteil hier. Also dieser Gedanke, ich brauche es nicht mehr oder ich habe inzwischen eine andere Kleidergröße, jemand anders kann es noch tragen, das trägt sich auch hier weiter. Aber es gibt eine Kooperation mit den wohlhabenden Kirchen, mit dem Dom, mit St. Tremberti und auch mit Oberneuland. Und dort haben wir eigene Kleidercontainer aufgestellt. Und die müssen wir einmal am Tag leeren. Und daran sieht man auch ein bisschen, wie viel es eigentlich gibt, was eben auch wiederverwendet werden kann. Es arbeiten im Marktplatz der Begegnung sind es ungefähr 35 Ehrenamtliche, meist Frauen, die hier mitarbeiten. Aus dem Stadtteil zum großen Teil und dann eben noch in der Hausaufgabenhilfe gibt es noch pensionierte Lehrer. So insgesamt kommen wir vielleicht auf 50 Ehrenamtliche, die dieses Projekt mittragen. Ich habe mal ausgerechnet, alleine fürs Sozialkaufhaus sind im Monat 400 Stunden ehrenamtliche Arbeit, ohne die dieses Projekt natürlich nicht funktionieren würde. Es gibt 3 Angestellte, ein freiwilliges Jahr und auch 2 Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, die hier darüber in ein Programm in den ersten Arbeitsmarkt kommen.